Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play das schwarze Auge Satinavs Ketten. Wir haben es geschafft, in der letzten Episode hier in diese Baumhöhle zu kommen und mit Nuri Darina Lavanda, der jungen Dame, die eine ziemlich groß geratene Blütenfee ist, zu sprechen. Sie will allerdings noch nicht mit uns mitkommen zu Gwynning. Sie sagt, sie wird krank, wenn sie sich vom Feentor hier entfernt, das in ihr Feenreich führt. Und wir müssen uns jetzt irgendwas ausdenken, wie wir es mitschleppen können oder so, damit wir Nuri mitnehmen können. Was haben wir denn? Hier kommen wir nur raus. Hier hängt nichts. Hier sind die Alraunen. Los, sag ihnen guten Tag. Was? Na los. Hallo Hinkel und Finkel und wie ihr alle heißt. Okay. Feentor. Auf keinen Fall klettere ich da hoch. Alles Mögliche könnte geschehen, wenn ich dieses Tor berühre. Das sieht nur aus wie Wasser, was aus einem Felsen kommt. Krieg dich wieder ein. Gut, hier ist aber nichts. Das ist nur ein Windspiel. Genau wie hier hinten. Ist auch nichts. Nur Gebüsch. Ein Felsen. Oh, Lederbänder. Darf ich mir eines von den Bändern ausleihen? Nicht die. Damit wollte ich... Nein, was wollte ich denn damit? Ich schenke sie dir. Okay, jetzt haben wir ein Lederband. Was können wir denn... Was haben wir denn noch für Hotspots? Wir haben Nuri. Eine brüchige Stelle. Das Tor, da will er ja nicht hoch. Das Lederband haben wir bereits. Alraunen. Was können wir denn hier in der brüchigen Stelle machen? Wer auch immer dieses Feentor verschlossen hat, war nicht gerade zimperlich. Der Stein ist ganz feucht. Wenn ich die Bruchstelle etwas vertiefe, komme ich vielleicht an das Wasser. Ob das eine gute Idee ist, das Wasser aus dem Ding abzulassen? Aber wie können wir es denn vertiefen mit dem Gehstock? Oder mit dem Hammer einfach draufschlagen? Oh, Wasser! Gut. Aber davon haben wir jetzt ja noch nichts. Flöte. Hier unten ist auch nichts weiter, nur die Bänder. Und das Tor. Müssen wir hier draußen noch irgendwas holen? Habe ich nicht alles mitgenommen wahrscheinlich. Gehen wir einfach mal gucken. Geron ist ein bisschen lahmarschig, aber ich schaue mal in der nächsten Folge, ob per Doppelklick er vielleicht anfängt zu flitzen. Gut. Was haben wir denn hier noch? Hier können wir nur wieder runter, der Laubhaufen. Der Käfig. Können wir dort noch irgendwas machen? Raus mit dir. Okay, er nimmt ihn. Wir können ihn wieder nehmen. Ah, Schneckenhaus. Wahrscheinlich können wir es dort einfüllen, das Wasser. Gehen wir nochmal schnell zurück. Und flitzen mal zum Rinnsal. Nein, auch per Doppelklick läuft er sehr seelenruhig. Ich darf dieses Feenwasser auf keinen Fall berühren. Krieg dich ein. So, und hier reinfüllen bitte. Gut, aber womit verschließe ich das Haus jetzt? Wir haben doch... Genau, können wir die jetzt hier endlich reinploppen? Interessant. Die Eiche verschließt das Schneckenhaus wie ein Pfropfen. Ich sollte sie trotzdem noch irgendwie befestigen. Dafür haben wir wahrscheinlich das Lederband. Wir müssen es mit Sicherheit als Kette um den Hals binden. Sehr gut. Und hier, Nuri, wir haben deine Kette. Schau, was ich dir gebastelt habe. Du hast Jorka die Schnecke an ein Lederband gebunden? Nein, schau. Das Schneckenhaus ist mit dem Quellwasser vom Feentor gefüllt. Jetzt kannst du mich begleiten. Wirklich? Versuch es. Bestens. Dann los. Du musst mir alles zeigen. Wohin gehen wir als erstes? Wir müssen nach Andergast. Ist das deine Heimat? Das kann man so sagen. Wo lang? Hier lang. Warte!
Schau, Geron, ein prächtiger Vogel. Die Plage wird immer schlimmer. Komm, dort ist das Stadttor. Ich will ihm nur guten Tag sagen. Diesem zerzausten schwarzen Hexentier? Sagt der hässliche, bleiche Schweinefresser. Guten Tag, Rabe. Ich rate euch, meidet die Stadt. Was sagt er da? Zwei finstere Gestalten sind durch die Tore geschlichen. Sie suchen deine Feenfreundin. Wer sagt, dass sie eine Fee ist? Ich bin eine Fee. Sie lügt. Wieso kannst du überhaupt sprechen? Und woher weißt du das alles? Ich beging einst einen großen Fehler. Daraufhin straften mich die Götter mit dem Geist eines Menschen. Vögel begehen keine Fehler. Vögel machen einfach, was sie eben so machen. Du meinst, wie die Krähen in dieser Stadt? Warum erzählst du uns nicht etwas Lustiges? Bleib weg von ihm, Nuri. Etwas stimmt hier nicht. Aber alle Tiere können sprechen, Geron. Unwichtig. Komm, bei mir und Gwendling bist du sicher. Wieso ist die Tür offen? Hier wohnst du? Etwas stimmt hier nicht. Wie das hier aussieht. Ist das Blut? Bei den Göttern. Jemand ist hier. Die Fee. Ich muss sie verstecken. Oh oh, Blut ist ja keine gute Sache. Nicht, dass Gwendling irgendwas passiert ist, denn er hat ja erst schon erzählt, er gehörte zu der Heldenqueste. Und die beiden anderen Personen, die dazugehörten, sind bereits tot. Ich befürchte, da ist was passiert. Nuri, schau mal. Hier ist es spannend. Ist das eine Höhle? Ja, warte so lange drin, bis du ein helles Licht siehst. Wer ist denn hier? Hallo. Ich bin Nuri Darinella Wanda. Aber Geron nennt mich Nuri. Ich muss endlich wissen, was hier passiert. Sie ist aber trotzdem schon ziemlich auffällig in diesem Schrank. Zum einen, weil sie spricht lautstark. Und zum anderen, weil man sie durch die Streben sieht. Kann man nicht noch irgendwas hier rüberhängen? Das Tuch oder so? Mir kann nur die Kiste zumachen. Oh Gott, wir gehen mal oben gucken, was dort los ist. Oh. Oh. Gott. Was ist hier geschehen? Deine Augen. Wer hat dir das angetan? Der Seher. Er ist zurück. Beweg dich nicht. Ich bin bei dir. Er hat seine Kreaturen nach mir gesandt, die Fee. Du musst sie... Sie haben... Gwendling? Gwendling, bleib hier! Haben die ihm die Augen ausgekratzt oder was ist mit denen? Also er blutet daraus und die sind so schwarz. Und sein ganzer Körper ist so mit Kratzern übersät und seine Klamotten zerrissen. Okay. Wo fangen wir an? Kreaturen. Was waren das für Kreaturen? Geschöpfe der Nacht. Fremde einer fremden Welt. Wie sahen sie aus? Sie hatten bleiche Gesichter und spitze Krallen. Was wollten die Angreifer von dir? Der alte Feenforscher. Er ist der Nächste. Welcher Feenforscher? Oh. Bitte, stirb nicht. Nicht jetzt. Er hat uns begleitet. Damals, vor 13 Jahren. Er hat das Tor versiegelt. Das Tor zur Feenwelt. Wo ist er jetzt? Alles umsonst. Wo ist der Feenforscher? In den Blutzinnen am Roten See. Er ist im Orkland? Es ist alles zu spät. Was wollen Sie von der Fee? Er braucht sie, aber er darf sie nicht bekommen. Was hast du ihnen erzählt? Blut. Habe ich ihnen entgegengespuckt. Was geschieht jetzt mit der Fee? Es gibt nur einen Weg. Welchen? Du musst sie töten. Nur so kann der Seher aufgehalten werden. Was?
Nein, ich bin kein Mörder. Dann wird Andergast untergehen. Nee, wir töten sie nicht. Ich kann die Fee nicht töten. Du musst es tun. Es muss doch einen anderen Weg geben. Sei kein Narr. Seine Macht liegt jenseits deiner Vorstellungskraft. Gwynling? Da. Ich kann sie hören. Die schwarzen Schwingen. Nein, 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 nein! Was mache ich jetzt nur? Was mache ich nur? Ich kann die Fee nicht töten. Ich kann noch nicht einmal darüber nachdenken. Es muss einen anderen Weg geben. Der Feenforscher. Der rote See in den Blutzinnen. Der König kann seine Ritter dorthin schicken. Sie werden wissen, wie man den Seher besiegt. Ich muss nur zur Burg und sie warnen und alles wird wieder gut. Da! Da ist die Hexe! Schau dir nicht in die Augen! Hexe! Auf den Scheiterhaufen mit ihr! Oh nein, Nuri! Ich frage mich übrigens, ob wir gerade eben im Dialog mit Gwynning hätten auch anders entscheiden können und sagen können, okay, ich gehe runter, ich töte die jetzt. Oder ob die Story die ganze Zeit so linear verlaufen wäre. Was können wir denn alles machen? Hierhin können wir nichts machen. Der wütende Mob? Nuri. Können wir mit denen hier unten reden? Ich glaube, denen steht der Sinn nicht nach Verhandlungen. Ja, doch. Mauer. Auf der brüchigen Mauer kann die Fee unmöglich bis zum Lagerhaus klettern. Sie ist mit Sicherheit geflogen oder sowas. Wie zum Namenlosen ist sie da hinaufgekommen? Oder sie kann sich beamen. Nuri! Geron, deine Menschen sind alle wütend auf mich. Ich habe Angst, dass sie mir etwas tun. Was hast du angestellt? Du solltest doch im Zimmer bleiben. Mir war langweilig. Da bin ich rausgelaufen. Ich wollte deine Stadt sehen. Auf dem großen Platz waren alle Tiere eingesperrt. Sie taten mir so leid. Also hast du die Käfige geöffnet. Ja, aber dann bin ich gestolpert. Und es hat furchtbar gescheppert. All die Schüsseln und... Warum bist du nicht im Schrank geblieben? Ich wollte doch nichts Böses. Frag den Raben. Er hat alles gesehen. Ob das so eine gute Idee ist, dass wir gerade einen Raben als Begleiter haben? Ich meine, es liegt ja schon fast auf der Hand, dass irgendwie der Seher was mit diesem Raben zu tun hat und dass er uns eventuell auch beeinflussen soll. Aber, na, wir warten mal ab. Wie bist du da überhaupt hinaufgekommen? Ich weiß nicht mehr. Ich hatte Angst vor deinen Menschen. Und plötzlich war ich hier oben. Aber jetzt komme ich nicht mehr runter. Das sind nicht meine Menschen. So, wir müssen sie irgendwie runterholen. Wahrscheinlich, also es sieht zumindest so aus, wahrscheinlich grenzt die Mauer an diese Fässer. Wir gehen mal, können wir rein? Ja. Wir gehen mal, können wir noch irgendwas mit Gwynling machen? Ich glaube, das war's, oder? Leb wohl, Gwynling. Okay. Oh, was hier, zerbrochenes Messer. Wir nehmen das mit. Immerhin ein Andenken an Gwynling. Können wir das auch mitnehmen? Der Seher will uns alle mit einer Zauberharfe vernichten? Und dafür braucht er meine Fee? Das alles ist doch Wahnsinn. Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig. Okay. Das war's aber auch. Sie haben ihm die Augen ausgerissen. Wie soll er nun den Weg in Ferons die Hackgründe finden? Die Augen ausgerissen sogar. Ekelhaft. Wir können hier aber auch nichts mehr machen. Wir gehen einfach mal direkt hinüber in den anderen Raum, wo wir beim letzten Mal Eugiert und... Ich hab den Namen... Deine Fee ist in Gefahr, Nachthaar. Du schon wieder. Ein Mob hat sich versammelt. Sie soll brennen, wie eine Hexe. Hilf ihr, bevor es zu spät ist. Okay, was ich eigentlich sagen wollte, dass ich hinübergehen wollte dort und dort hoch, wo wir beim letzten Mal schon gestanden haben und Eugiert und seinen Kumpel so ein bisschen belauscht haben. Aber der Rabe weiß es besser.
Was hat die Fee angestellt? Sie ist abgehauen und hat die Tiere befreit. Alles ist in Aufruhr geraten. Um ein Haar hätten sie deine Freundin erwischt. Aber sie hat sich auf die Mauer gerettet. Warum wollen sie Nuri verbrennen wie eine Hexe? Das kam, als sie in den Stall mit den Tonschüsseln fiel. Sie hat einen fürchterlichen Radau gemacht. Und als alle zu ihr hersahen, zauberte sie das ganze Chaos wieder ganz. Sie kann Dinge wieder heil zaubern? Ja, ganz wie eine Hexe. Und ein Scheiterhaufen ist hier schnell gebaut. Ich muss sie retten. Dann ist sie das perfekte Gegenteil zu uns. Denn wir haben ja die Zerdeppern-Fähigkeit. Und sie kann alles wieder heilen. Wieso hilfst du nicht? Ich bin ein Rabe. Was kann ich schon tun? Klug daherschwatzen und dunkle Drohungen ausrufen. Ihr Biester bringt doch nur Unglück. Sehr hilfreich. Und jetzt hol sie von der Mauer, bevor es zu spät ist. Ich denke mir was aus. Du halte still. Mach schon. Gut. Dann würde ich sagen, ziehen wir meinen Plan durch, den ich gerade eben vorhatte. Aber liebe Leute, bevor wir das tun, würde ich sagen, beenden wir diese Folge und machen in der nächsten weiter, wenn es wieder heißt Let's Play das schwarze Auge, Satinas Ketten. Bis dann. Tschüss.